Einen wunderschönen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu Raw in 3 Minuten. Die Show wird eröffnet von CM Punk. Er kündigt an, dass McIntyre suspendiert wurde, nachdem er am Samstag Backstage ausgerastet ist. Er will aber, dass die Suspendierung wieder aufgehoben wird, damit er mit McIntyre kämpfen kann. Er bittet dafür Adam Pearce in den Ring, stattdessen kommt aber Seth Rollins raus. Er will wissen, warum Punk sich in seine Angelegenheiten eingemischt hat. Punk kann nicht auf sich sitzen lassen, dass McIntyre den Namen seiner Frau und seines Hundes am Arm trägt. Er entschuldigt sich sogar bei Rollins, nimmt die Entschuldigung aber sofort wieder zurück. Rollins hat nun endgültig genug von Punk und kündigt an, ihm seinen Arm wieder zu brechen, sobald er fit ist. Jey Uso besiegt Chad Gable nach 7 Minuten mit dem Spear. Gable hat Uso im Ankle Lock, als das Licht plötzlich ausgeht. Jey nutzt die Ablenkung für den Sieg und verzieht sich. Sister Abigail taucht am Ring auf, Gable verzieht sich ebenfalls und den Kommentatoren wird erneut eine Box überreicht. Bronson Reed besiegt Pete Dunne mit dem Tsunami nach 7 Minuten. Nach dem Match will Reed Dunne weiter angreifen, aber Sheamus kommt raus und macht den Save. Sami Zayn kommt raus und spricht nochmal über sein Match gegen Bron Breakker. Der kommt natürlich auch dazu und scheint ein Rematch zu wollen. Er beendet seinen Satz aber nicht und verpasst Sami Zayn einen Spear. Er greift ihn weiter an, wobei ihn auch die Offiziellen nicht aufhalten können. Ilya Dragunov kommt raus, wird aber von der Security von Breakker ferngehalten. Der Judgment Day besiegt Awesome Truth und Braun Strowman in 8 Minuten. Bereits vor dem Match hatten sie The Miz und R-Truth attackiert. Strowman jagt JD McDonagh durch die Halle, was Balor ausnutzt, um das Match zu gewinnen. Liv Morgan schafft es, Dominik zu gemeinsamen Dehnübungen zu überreden, als der Rest des Judgment Day reinplatzt. Liv verzieht sich schnell und Kalito bemerkt etwas Hartes. Damian Priest versucht ein weiteres Mal, Dominik dazu zu bringen, das Ganze endgültig zu beenden, was dieser dann auch tun will. Es ist Zeit für ein weiteres Video der Wyatts. Bo Dallas spricht darüber, dass er die Vergessenen zusammengeführt und ihnen ein Ziel gegeben hat. Dabei werden Bilder der Wyatt Six gezeigt. Die Gefangenen müssen nun befreit werden. Bo fragt, ob Howdy glaubt, dass sie krank seien, worauf Howdy mit Ja antwortet. Dann soll es wohl Sick sein. Ilya Dragunov gewinnt gegen Bron Breakker, weil Breakker ihn mit einem Stuhl angreift. Er will weiter auf Dragunov losgehen, aber Sami Zayn kommt ihm zur Hilfe. Breakker fertigt beide aber ab und wirft sie über das Kommentatorenpult. Damage Control besiegen Lyra Valkyria, Caden Carter und Katana Chance nach 8,5 Minuten. Shayna Baszler, Zoe Stark und Sonya Deville stürmen nach dem Match den Ring und zerlegen Damage Control. Karrion Kross kündigt an, dass The New Day nicht mehr existieren. Neue Zeiten brechen an und die Alten müssen den Neuen weichen. Im Main Event besiegen Dominik und Liv Morgan, Rey Mysterio und Zelina Vega nach knapp 13 Minuten. Liv und Dom feiern ihren Sieg und es sieht nach dem ersten Kuss der beiden aus, als die Musik von Rhea Ripley ertönt. Liv verzieht sich sofort, als Mami wütend in den Ring stürmt. Dominik will Rhea mit einer Umarmung empfangen, aber sie geht einfach wieder. Alles in allem war es eine gute Show. Wieder mal etwas schwierig hier ein Match of the Night zu bestimmen. Ich denke, am ehesten war es Bron Breakker gegen Ilya Dragunov. Mein Highlight des Abends war das Segment im Judgment Day Hauptquartier, aber natürlich auch der Return von Rhea Ripley. Ich gebe dieser Show eine 7 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann empfehle ich euch den Spotfight Podcast.